Guck mal, da haben wir noch was gefunden, was sehr schön ist. Aha. Ich würde sagen, so macht man das. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschießt ihn! Snake, bist du es? Ein schrecklicher Tod. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben. Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag... Guck mal, da ist ja noch was. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Na toll. Okay, das sind scheinbar die Ureinwohner sozusagen. Ach, das ist nichts. Gut. So, sonst noch was? Kann ich hier raus? Nee. Das kann man nicht lesen. Kann man auch nicht lesen. Sonst kann ich nur zu ihm hier gehen. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein. Oh. Wieso hat... Also ich finde ja den Bogen irgendwie geiler. So, das ist alles voll. Hier habe ich noch was. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Wirst du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier... Das ist eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ah!
wir mit ihm. Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl boah, also diese Giftpfeile. Ah! Nein. Diese Giftpfeile sind ganz... Da hatte ich doch gerade irgendwas. So geil. Ich weiß noch, wie man in Battlefield 4 im wie kann ich denn jetzt wieder aufstehen? Macht das Ding automatisch, oder? Also ich kann nicht entscheiden, ob Lara. Ach so. Ja, natürlich. Er hat nichts davon mitbekommen. Hoho! Der ist ganz schön verkohlt. Würde ich mal sagen, ne? Muss ich wohl hier rüber. Hier ist nichts weiter. Da kann ich weiter. Was kann ich hier oben machen? Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Natürlich. Da den Weg, aber... Lass dich mal ruhig fallen. Wir haben ja hier noch einen Weg. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Na? Nee. Ja, mal kann ich hier dran nichts sehen. Ja. Egal. So, Pfeile, gut. Ne, hier komme ich nicht durch.
Gut, was bedeutet, ich nehme den Bogen. Da unten ist irgendwas. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Gut. Dann... Warte mal ein bisschen. Ich möchte hier noch ein bisschen was angucken. Zum Beispiel... Hier gibt es nicht. Da ist eine Munitionskiste. 14 Stück. Braucht ja aber sonst keiner, ne? Da, wir haben einen Tagebucheintrag. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Ah, scheinbar ist das hier so eine russische Gefangene. Der Verlust der Treibstofftanks wird sie behindern, aber nicht stoppen. Wer sind sie? Das klären wir später. Wenn sie antworten wollen, hören sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Natürlich. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Anzeige für optionale Missionen. Ah, guck mal. Also. Boah, Lara, was gehst du dir hier da einen ab? Das ist nicht gut. Vor allem, wieso? Ich hab doch dich in dieses wunderbare Thermohemd gesteckt. Ja. Kann es vielleicht sein, dass es dir tatsächlich zu kalt ist? Brauche ich für alles, was ich hier machen möchte, einen Dietrich. Gut. Ich würde es mal sagen. Ich hole als erstes diese Repeater da. Okay, so einfach kann ich die wohl nicht runterholen. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Ah.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, habe ich hier fast alles. Hier oben kann ich noch hoch. Oh, wo man hier alles hoch kann und was man hier alles machen kann, ne? So. Zum Schneiden wird ein Kampfmesser benötigt. Okay. Da hinten haben wir noch einen. Nein, 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 nein. Ich möchte runter.